herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Geile Teile von den TV-Idioten. Das ist der Hoshi. Und das ist Corel. Und heute schauen wir uns wieder ein besonders geiles Teil an. Ding ist, ich weiß nicht, was es ist. Verrät mir der Hoshi sicherlich. Bisher. Beute. Unglaublich spannend. Beute. Und zwar von der Firma Pirate Monkey Robot Ninja, zu kurz Pumoroni. Und die haben ein Kickstarter-Projekt gemacht. Ich glaube, das habe ich schon mal gehört. Naja, und das hast du auch schon mal gehört. Ja klar, der Piecade. Ich weiß tatsächlich doch, was es ist. Ich habe nur noch nie einen in der Hand gehabt. Das wird jetzt spannend. Vielleicht kennt der ein oder andere von euch das Raspberry Pi. Das ist so ein kleiner Scheckkartenrosa Minicomputer mit HDMI-Ausgang und USB-Anschluss. Kostet ungefähr 25 Dollar. In Deutschland kriegt man, glaube ich, für 35 Euro. Und das hier ist ein Aufbaukit für ein Arcade-Automaten mit auf Basis des Raspberry Pi. Das heißt, der Raspberry Pi kommt da rein und den Rest kriege ich hier. Das kommt aber so nicht bei dir an, ne? Das ist ein Einzelteil. Das ist ein Bausatz in Einzel. Und die Leute wollen jetzt aber sicher sehen, wie wir spielen. Ja, du bestimmt auch. Ihr kannst das mal schnell aufbauen. Und geiles Teil? Ja, super. Ich liebe Arcade, alles was damit zu tun hat. Und das ist ein perfekter handlicher Bartop, den du überall mit hinnehmen kannst, Spaß dran haben kannst. Ist ein Einspieler-Kabinett, also nicht für zwei, sondern für einen. Macht aber unheimlich Bock. Ich habe ein Stand-Up-Zweispieler-Kabinett bei mir zu Hause. Muss sagen, das Teil, also das Piecade, steht dem qualitativ in nichts nach. Sound ist super, Grafik ist super, Größe ist völlig ausreichend. Der Joystick und die Buttons sind klasse für alle Arcade-Fanatiker da draußen. Wir wissen alle. Ist ein Zippy. Ist ein Zippy? Ein okay. Zippy-Fightstick. Mit zwei Y. Man weiß einfach da draußen, dass das gute Hardware da extrem wichtig ist, weil so billige Joysticks, du hast auch öfters mal so einen Arcade-Controller, hast du so billige Hardware verbaut, das macht dann einfach keinen Spaß. Das klappert und das funktioniert auch nicht richtig. Da ist eine Art Wege-Joystick drin mit Restriktorplatte, also ihr könnt auch später bei Spielen umrüsten. Mhm. Wenn ich mich nicht täusche, das Ding hat einen Netzwerkanschluss, ne? Also, ja, das heißt, du kannst über FTP zum Beispiel Sachen rüberladen, kannst das Ding auch über über PuTTY steuern zum Beispiel. Ah, okay, also wenn ich jetzt neue Spiele nachrüsten will. Oder alles einfach. Ich kann auch Hardware nachrüsten, das geht auch? Ja, theoretisch kannst du alles nachrüsten, weil das Ding hat ein General Purpose Input Output, also der Raspberry Pi, ja. Über den kannst du alle möglichen Hardware-Ansteuerungen machen, wie zum Beispiel beim Arduino-Board. Ah, das ist natürlich gut für Wasser. Zum Beispiel Coinslots, falls du es noch reingebaut kriegst. Ich muss sagen, das ist das Einzige, was mir so ein bisschen negativ aufgefallen ist. Ich bin ganz, ganz großer Nostalgiker. Ich brauche einfach das Gefühl, scheiße, ich komme nicht weiter, ja. Ich muss Coins nachschmeißen. Da sind die Leben einfach mehr wert. Ja, so ist es. Statt einfach nur auf den Kopf zu drücken. Ja. Kommen wir zur wichtigsten Frage. Was kostet das Teil? Ich habe für den Bausatz, es ist ja ein Kickstarter-Projekt, also das heißt, du kaufst ihn nicht, sondern du unterstützt das Projekt, aber war so bei 150 Pfund. Das ist günstig. Das ist aber die kleine Variation. Es gibt noch eine größere Variation mit größerem Screen. Okay, aber die ist auch nur für ein Spiel. Auch nur ein Spiel. Ich muss sagen, die Größe für mich persönlich, das reicht völlig aus. Absolut. Also es ist auch genug Platz, dass du davor stehen kannst und links und rechts steht noch einer und guckt zu. Barhocker. So ist es. Also für unter 200 Euro, Piecade jetzt mal mitgerechnet, ist das ein Top-Preis. Wo kann ich das kaufen? Ich glaube momentan gar nicht. Das war ein Kickstarter-Projekt und falls wir Glück haben, stellen Sie noch mal welche her. Ansonsten okay, eBay vielleicht. Ich würde sagen, dann packen wir euch unten in die Beschreibung den Link zum Kickstarter-Projekt und zu Pumoroni. Dann könnt ihr nämlich in Zukunft gucken, ob sie das vielleicht wieder verkaufen. Solltet ihr nämlich unbedingt machen. Das Teil ist nämlich klasse. Kann ich nicht anders sagen als Arcade-Fan. Ja, das war der Piecade. Vielen Dank an euch fürs Zuschauen und vielen Dank vor allem an dich fürs Aufbauen. Ging ganz schnell. Ganz schnell. Völlig unproblematisch. Die Verkabelung war auch ganz, ganz einfach. Wenn ihr einen Arcade-Automaten zu Hause habt, ein Piecade, ein Stand-Up-Kabinett, was oder ein Cocktail. Oder ein Cocktail. Ja, ein Cocktail-Automaten mag ich besonders. Schickt uns Bilder, Videos, Fotos, was auch immer, wie ihr spielt mit Freunden. Wie ihr es aufbaut. Wie ihr schreit, wie ihr brüllt, wie ihr darauf rumkloppt, wie ihr Table-Flip macht, wie ihr Arcade-Automat-Flip macht, wie ihr Cocktail-Table-Flip macht. Wir freuen uns über jede Einsendung und zeigen sie dann beim nächsten Mal. Sofern wir den welche kriegen. Ich glaube nicht, dass die Leute. Arcades finden die Leute bestimmt doof. Arcades sind auch eigentlich doof. Ja. Videospiele auch. Ja, was machen wir jetzt? Zeitverschwendung. Keine Lust mehr. Scheiße.